Ein 22-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 11 in der Nähe von Bützow am Dienstag verunglückt. Der junge Mann raste mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Er schwebt in akuter Lebensgefahr. Nach bisherigen Polizeierkenntnissen war der 22-Jährige am Steuer eines Skoda von Langentrechow in Richtung Kurzentrechow-Bützow unterwegs, als er gegen 11.30 Uhr aus noch nicht ermittelten Gründen auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen fuhr immer weiter in den Grünstreifen und prallte schließlich mit vollem Tempo frontal gegen einen Baum. Nach der Kollision schleuderte der Skoda auf die Fahrbahn zurück. Als Ersthelfer an der Unfallstelle eintrafen und den Notruf verständigten, war der junge Autofahrer bereits nicht mehr ansprechbar. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatte der 22-Jährige keine Vitalfunktionen mehr, weshalb eine sogenannte Crash-Rettung durchgeführt wurde. Was das ist, erklärt Holger Gardinger, Einsatzleiter der Bützower Feuerwehr. Man kann natürlich die Patienten schonende Rettung, wenn viel Zeit ist. In diesem Fall mussten wir uns für eine Crash-Rettung entscheiden, da die Vitalfunktionen doch schon sehr in Mitleidenschaft gezogen waren. Crash-Rettung heißt, sagt der Name eigentlich schon, muss relativ schnell gehen, um den Patienten so schnell wie möglich dann auch in den RTW zu bekommen. Gegebenenfalls unter Inkaufnahme auch, dass wir vielleicht das eine oder andere nicht ganz so schonend behandeln. Neben der Feuerwehr eilten ein Rettungswagen, Notarzt, die Polizei mit mehreren Streifenwagen und der Rettungshubschrauber Christoph 34 zur Unfallstelle. Für die Befreiung des Verletzten aus dem Wrack musste zudem schweres Gerät eingesetzt werden. Die Kameraden trennten einen Teil des Daches ab. Da die Verletzungen beim 22-Jährigen aber so schwer waren und er für fluguntauglich erklärt wurde, kam er per Rettungswagen in den Schockraum der Uniklinik nach Rostock. Die Polizei sperrte den Verkehr auf der L11 ab, Langentrechow vollständig für mehrere Stunden. An der Unfallstelle kam ein Gutachter der DEKRA zum Einsatz. Die Polizisten untersuchten unter anderem das Handy des verunfallten Autofahrers. Ob und inwieweit die Benutzung des Mobiltelefons zu diesem schlimmen Unfall geführt hat, ist einer von mehreren Ermittlungsansätzen.